selbst wenn 99 Leute in einem Raum nicht an dich glauben, gibt's einen, der immer an dich glaubt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Schwarzwald-Podcast, dem Podcast zum Hören für mittlerweile über 100 Leute. Das Gesicht ist gruselig, was du machst. Jetzt sind es wieder unter 100 Leute. Leute, zuallererst. Das war zweite 100. Zuallererst, vielen Dank. Ein riesiges Dankeschön geht raus an euch alle. Weil wir müssen euch nämlich was zeigen. Wir müssen euch was zeigen. Jetzt hier. Ja. Haltet euch fest. Haltet euch fest. Wir sind schon einer mehr. Wir sind 101 Dalmatiner. Jetzt darf natürlich niemand mehr von euch deabonnieren, sonst wäre es nämlich extrem peinlich, wenn wir jetzt hier so, ey, cool, 100 Abonnenten geschafft, yay. Und dann morgen gucken wir so wieder auf 99, so. Aua. Da sind wir böse und dann sind wir traurig, okay? Hilfe. Mach zurück. Mach zu uns. Unser Gesicht. Oh. Ja, das sind ja auch wir. Hä? Ist doch egal. Mach wieder uns groß. Ah. Yay. Ja, also wie ihr seht, wir haben die 100 Abonnenten geknackt. Nach nicht mal ganz 2 Jahren, muss man sagen. Wir sind also extrem gut dabei. Ja, doch. Also ich finde, das ist gute Bilanz. Also es können natürlich auch noch mehr sein jetzt, aber... Tendenz steigend. Falsche Richtung. So. Jetzt habt ihr das auch gesehen. Nee, vielen Dank für die Abos. Für jeden, der abonniert hat. Das freut uns sehr. Wir sind sehr glücklich darüber. Ihr macht uns sehr glücklich. Und... Und ja, das ist jetzt noch nicht die 100 Abonnenten-Special-Folge. Da haben wir uns vorgenommen, dass wir mal wieder live streamen. Ist ja auch schon eine Weile her. Stimmt, schon wieder ewig her. Kam mir auch immer gut an. Ja, doch. Den müssen wir halt natürlich noch planen. So, und... Nur ein bisschen Zeit freinehmen. Ich denke mal, das wird so in 2, 3, 4 Wochen sein. Monaten. Vielleicht... Die Idee habe ich jetzt spontan, die ist mit Fabi noch nicht abgesprochen. Die Idee habe ich jetzt auch. Warte, 100 Pro ist genau das gleiche, woran ich jetzt denke. Komm, wir sagen es auf 3. Ich glaube nicht, dass wir es genau gleich sagen werden, aber ich glaube, die Idee ist die gleiche. Okay. 1, 2, 3. Die 100. Folge. Ja. Oh. Okay. Ja, habe ich auch gedacht. Also zur 100. Folge werden die Mütter flachgelegt. Ja, richtig. Ihr könnt eure Mutter anmelden in die Kommentare. Mama! Mama, ich brauche deine Hilfe. Nee, aber hatten wir die gleiche Idee. Dann hatten wir die als gleiche 100. Idee. Folge. Ja. Können wir erst mal gucken, wann das ist. 6 Wochen. Wann ist das? 6? Heute ist der 24. April. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das wäre 5. Juni. 5. Juni. Das müsste gehen. Wir haben am das ist Pfingst, oder? 5. Juli unsere erste Folge hochgeladen. Das wär voll krass. Das heißt, wir laden nichts mehr hoch vom 5. Juni bis zum 50. Nein, also 5. Juni, das ist doch 6. Juni ist Pfingst, meine ich, glaube ich. Gell? Ist das Pfingstsonntag? Ja, dann müsste der 5. Sonntag sein. Ja, weil ich ja 5. ist Pfingstsonntag. 6. wäre halt Ferien anfangen, glaube ich. Puh, das kann gut sein. Ist auch um den Dreh rum, weil da habe ich Pfingst. Ja, doch, ja. Da fangen die Ferien an. Ja, weil Pfingsten habe ich Urlaub. 6. sind Ferien. Boah, dann können wir uns voll die Hucke voll. Ein Saufstream. Nein, wir stürzen nicht ab. Das kommt auf unseren Zweitkanal. Wir haben jetzt 100 Abonnenten, wir brauchen jetzt einen Zweitkanal. Ein Vlog-Kanal. Ja. Hier kommt jetzt noch Gaming. Ja. Und da kommen Vlogs und Pranks. Da kommen wir in den Drittkanal. So ein Prank-Kanal. Das ist, Ding ist halt, mit sowas wirst du halt dann noch erfolgreich. Das ist sehr traurig. Ja, richtig. Weißt du, wir bringen hier so Qualitätscontent. Die Frage, also die Überlegung ist ja, ob man vielleicht mal auch ein bisschen weiter
geht. Der nächste Schritt geht. Willst du mich heiraten? Nein. Oh. Das meinte ich auch gar nicht. Erst bei 200 Abonnenten. Okay, okay. Also Leute, sagt euren Freunden, die sollen abonnieren. Wir haben schon so einmal diese andere Folge gemacht, so mit Outtakes. Was haltet ihr davon, auch mal so mehr anderes Intakes noch zu machen? Eine Folge nur Intakes. Ja, tatsächlich. Ja, eben, wenn ihr mal Vorschläge habt für eine Folge, muss ja nicht nur Themenvorschläge, sondern was man mal machen könnte. Genau. In die Kommentare. Mir fällt gerade ein, wir haben ja auch das Adventskalender-Review gemacht. Der übrigens super ist, den ich dieses Jahr wiederhole. Wenn ihr Bock habt, da wieder noch irgendwie was zu haben, wie auch immer. Product Review. Ja, Mann. Ich sehe es komme im Sommer, so Sommerferien, wir machen echt einfach einen Vlog. Schlimm. Ist ja wild. Ist ja lustig. Vor allem, weißt, wir machen es nicht so professionell, so mit GoPro oder so, sondern wir nehmen die Facecam in die Hand und rennen so mit dem Laptop rum. Hallo Leute! Hallo Leute! Das wäre möglich. Lustig wär's. Das wäre möglich. Kriegen wir überlegen. Aber die sollen uns hier, ihr sollt uns was schreiben. Also das sind jetzt nur einfach mal so Ideenvorschläge. Das sagen wir auch immer, wenn wir eure Ideen sehen. Ideenvorschläge? Ja. Ideenvorschläge. Ja. Haut's gerne mal in die Kommentare, was ihr so davon haltet. Ja. Oder ob ihr irgendwie andere Ideen habt, immer in die Kommentare. Weil es ist nicht so, dass es die Ideen ausgeht. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht normal. Aber es wird schon schwerer, Ideen zu finden, das stimmt. Ja. Weil wir können uns ja auch nicht über alles unterhalten, weil wir uns halt auch nicht mit allem auskennen. Intimrasur. Da haben wir dann das Problem, dass wir sehr viele unter 18 haben, die zuschauen. Ach so. Also wir könnten ja, locker mal ja so eine... Ja, aber sowas ist schlecht für den Algorithmus. Ach so, okay. Das müssen die von ihren Eltern lernen. Von ihren Daddies. Also wer irgendwann kommt bestimmt mal so eine Folge über Schmusen. Nein, man kommt bestimmt mal so eine 18-Plus-Folge. Boah, ist ja nicht 18-Plus ist. Aber es ist halt, über YouTube darüber zu reden, ist, glaube ich, dann YouTube mag das nicht so. Und ja, das tut uns sehr leid, aber ihr müsst leider etwas älter werden. Andere Plattform, Leute. Spricht schon wieder für OnlyFans. Spricht für Pornhub. Oh, da kann man auch Videos hochladen, stimmt. Ja, da gibt's doch diesen einen Mathe-Lehrer. Ja, der Mathe-Digger hoch. Der da richtige Mathe-Sachen. Drachenlord hat da auch schon hochgeladen. Echt jetzt? Mhm. Aber keine normalen Videos. Echt jetzt? Ja. Aber sein Account ist schon gelöscht. Oh. Ah, die Videos gibt's noch. Die können wir mal reviewen. Auf YouTube. Nee, auf YouTube. Die können wir mal reviewen. Ja, Mann. Das ist ja wild. Ja, stimmt. Wenn ihr irgendwie so Bock habt, dass wir auch wieder irgendwas anschauen und drauf reacten. Das ist auch schon wieder länger her. Ja. Und nochmal so. Die Try Not to Love Challenges, genau. Wo einfach nicht lustig war. Ja. Also, ich habe gewonnen, weil ich weniger gelacht habe. Das war lustig. Nein, das war 1-1. Ich habe hier den Zettel noch. Nein, es war 2-1. Scheiße. Scheiße. Das war ja, wir brauchen eine richtig gute. Ich glaube, wir brauchen dann nicht so Try Not to Love Challenges, sondern so kurze Videos. Try Not to Love. Nein, ich kann dich nicht lieben. So Bachelor-mäßig so. Ja. Ich habe heute leider kein Foto für dich. Ja, wir können auch mal Challenges machen und uns dabei filmen. Ja, oder auch mal, wir müssen rausgehen. Ja, meine ich ja. Ja. Ich rede ja nicht von hier drin Challenges machen. Wer kann mehr Scheiben zerschießen mit Fußball? Wir machen hier drin Waterboard. Um Gottes Willen. Herr Schwab, wer sollte da am besten? Nein, nicht Water. Ice Bucket Challenge. Hier drin. Okay. Sollen wir es bei dir machen? Ist egal. Ja, Ice Bucket Challenge ist so unnötig. Ich kann mich doch jetzt nicht ausziehen vor der Kamera. Was sind wir denn? Ich habe eine Flamingo Badehose. Ich habe ein Flamingo Hemd. Dein Outfit für Malle-Party.
Es ist dir zwar ein bisschen zu groß, wahrscheinlich, weil es mir zu groß ist. So over. Warum hast du ein Kleid an? Hey. Flamingo. Das ist ja lustig. Ja, also wir können viel. Das Ding ist, wir sind sehr kreativ. Die Frage ist nur, wie viel dieser Kreativität ihr ertragt. Wie viel ihr davon haben wollt. Alles. Dann könnt ihr euch was gefasst machen. Nee, also eben, wir sind bereit, eure Wünsche uns anzuschauen und versuchen umzusetzen. Wir machen das gern für jeden Abonnent. Yay. Yay. Ja, also das sollte jetzt nicht so ironisch klingen. Nein, es ist, wir sind ja, YouTube ist ja Entertainment und man muss ja der Menge des geht. Ups, Entschuldigung, da kommt mir schon die Kotze hoch, wenn ich so nett sein muss. Ich musste gestern so nett sein, jetzt heute nochmal. Ja, YouTube ist ja Entertainment und wir versuchen euch zu entertainen. Und wenn ihr natürlich dann was habt, was euch entertaint, dann teilt es. Freut uns das, wenn wir da. Außer es macht uns arm. Vielleicht eher weniger. Zeit ist Geld. Ja, echt so. Nee, wir sitzen ja nicht umsonst vor der Kamera, sondern wir sitzen hier, wir sitzen hier, um euch zu entertainen. Und ja, was muss ich dazu noch groß sagen? Ja, eben. Boah, wir machen mal so einen Wanderstream. Wanderstream. Durch den Schwarzwald. Aber Stream. Dann brauche ich einen Stunt-Double. Aber Stream ist voll scheiße, weil das ja, da sieht einfach sehr gutes Internet und sehr viel. Ich habe von meinem Anbieter ein Osterei bekommen zu Ostern. Okay. Jetzt habe ich 15 GB geschenkt bekommen. Alter, warum? Einfach so. Ich habe halt einen guten Anbieter, da kann ich jeden Monat auswählen, wie viel Gigabyte ich gern hätte. Ich habe jeden Monat 3. Ich habe 6. Aber ich kann auch. Und wie viel Internet? 3. Genauso viel. Ich passe mein Internet an. Nee, ich kann da jeden Monat kann ich sagen, okay, ich würde es gern erhöhen oder ich würde es gern niedriger. Erniedrigen. Du kannst nichts, du bist scheiße. 3 Gigabyte. Ja, das wäre ja kein. Guck, man muss ja auch nicht streamen, man kann auch eben so vlogmäßig machen, dass man es halt filmt und dann. Glaub, nee, also so wenn eine ihr gute da. Handykamera. Wenn ihr da. Ja, wenn ihr da Bock drauf habt. Natürlich nur dann, aber. Schwarzwald-Podcast läuft, statt die Serie. Ja. Ich habe noch so einen Selfie-Stick. Ich glaube, den habe ich. Ja, hier. Ja, tatsächlich, stimmt ja, da ist sowas. Ich hab einen Selfie-Stick und damit kann man dann hier so. Aber da ist halt dann mit der Tonqualität ist dann halt schlecht, weil dann können wir halt nicht reden. Weil da können wir in der Zeit Musik einblenden. So Grillen zu. Und einfach gar nichts, man hört einfach nichts, außer nur, man sieht nur so. Das wäre auch lustig, ja, ich auch dabei. Also war dabei, ja, das ist prima. Ja, wir haben Ideen, wie ihr seht. Wir müssen nur wissen, ob ihr das auch wollt. Ja gut, ich glaube, also jetzt nochmal zurück zum Thema, ich glaube, Mikro dürfte jetzt nicht so schwer sein. Ja, das gehen wir schon hin. Also machbar wäre es auf jeden Fall. Wir sind ja nicht dumm. Es gibt doch so diese Ansteckmikros. Ja, aber die kosten halt dann auch wieder Geld. Wenn ihr natürlich das sehen wollt, dass wir da so voll abgehen, dann besorgen wir sowas natürlich und machen dann mehr mit sowas. Aber wenn ihr natürlich von vornherein sagt, so, wir wollen eigentlich nur sehen, wie ihr da vor dem Hintergrund sitzt und labert, dann macht's ja keinen Sinn. Eben. Also wir sind, glaube ich, schon bereit, ein bisschen Geld auszugeben, so insgesamt. Sonst hätten wir jetzt auch nicht so ein Equipment. Ja, so professionelles Setup. Aber. Stimmt, ja, wir haben investiert vor ein bisschen mehr wie einem Jahr. 1,5 Jahre. Ja. Ja. Aber das machen wir nur dann gerne, wenn es halt auch an. Wenn ihr das wollt. Wie heißt das? Wenn es ankommt. Wenn es Anklang findet. Oh. Oh. Ich bin nicht umsonst auf dem Gymnasium. Das
sehen wir nächstes Jahr. Ob du umsonst schon auf dem Gymnasium warst. Das ich befürchte ja. Nein. Latein 1. Ich war besser als 4. Das ist ja schon fast eine 1. 3,8 ist fast eine 1. Bestande ist Bestande. Waren alle neidisch. Es gab echt welche, die neidisch drauf waren. Das denke ich mir. Die haben nämlich mit 4,8 oder so nicht mehr Bestande. Das sind nicht schlecht. In Latein, die das einfachste Fach. Also. Also. War natürlich nur ein Witz, ich hatte es nie. Ich manchmal war nicht umsonst auf dem Gymnasium, weil ich gar nicht auf dem Gymnasium war. Doch. Nein. Du warst doch auf der kaufmännischen. Das ist aber das Gymnasium, das ist durch eine Tür getrennt. Nee, aber ist das nicht ein... Nein. WG? Ist auch, ja, aber ich war ja nicht da wegen WG, sondern wegen Ausbildung. Ach so. Das hat der Berufsschule. Deswegen war ich ja nur 2 Tage. Ich dachte immer... Er kennt mich. Ich dachte immer, das wäre halt ein WG. Ja, es ist auch ein WG und ein BK und alles, aber ich war da nur wegen Berufsschule. Ach so, aber das funktioniert alles in einem Gebäude und das ist irgendwie alles zusammen. Und du kannst halt sagen, so, ja, ich gehe auf die Schule, weil WG, oder ich gehe auf die Schule, weil Berufsschule. Berufskolleg, Wirtschaftsgymnasium, Berufsschule, ja, die 3. Gut zu wissen. Ja gut, Berufsschulklassen sind ja meistens nur 3. Erstes Lehrjahr, zweites Lehrjahr, drittes Lehrjahr. Ich sitze nicht seit 8 Jahren direkt im Gebäude neben dran oder so. Ich kenne mich aus. Die sehen sich ja nicht mal, weil erstes Lehrjahr hat immer Mittwoch und Freitag, zweites Dienstag und Donnerstag und drittes hat Montag und Mittwoch. Ah doch, Mittwoch und Freitag, doch, die sehen sich dann. Erstes und drittes. Ja. Ja, die sehen sich. Ja, gut, dass wir das auch geklärt haben. Ja. Scheiße. Och man, jetzt denken die bestimmt, ich bin voll dumm. Meinst du, nach 94 Folgen. Der Zug ist abgefahren. The train has left the train station. Tschut, tschut, tschut. Ja. Die Selbsttests stehen ja immer noch offen, weil zum Beispiel, welche Frucht bin ich, haben wir ja noch im Pedo. Stimmt. Stimmt, das haben wir auch noch. Solche Tests können wir auch noch machen. Wenn du da Bock drauf hast, können wir es auch machen. Oder eben, wie du schon gesagt hast, reacten. Reacten, das macht, glaube ich, auch echt Spaß. Wenn ihr da irgendwie was habt, wo wir unbedingt bling, bling. Was? Bling, bling von diesem... Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Bling, bling, was? Das Lied, was die ganze Zeit gerade so gehatet wird. Keine Ahnung, okay, ich hab kein TikTok. Das wird überall gehatet. Nein, ich hab's noch nie auf Insta gesehen. Echt? Mhm. Und auf YouTube? Mhm. Doch, du kennst es bestimmt von diesem Tim heißt er, glaube ich. Wundert mich nicht. Und der ist so... Tim Bensko? Nein, das ist so... Bling, bling. Ja, der hat so... Fingernägel. Das wundert mich, dass er das nicht kennt. Fingernägel. Nein, so... Leck mich aber. Drag Queen wäre jetzt zu viel, aber es geht in die Richtung. Tim. Oh, ich glaube, ich habe es mal gesehen. Nein, nicht jetzt. Das machen wir nachher. Ich zeig dir das Thumbnail. Oder kennt ihr das? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das kennt. Also, ich glaube, ich habe es schon... 24 Tim. Nee. 24 Tim, ja, genau. Muss ich mir nachher mal angucken. Keine Ahnung. Aber es gibt es in 4K. Und da... Ich glaube, ich habe ihn schon mal gesehen, weil Vanessa mir da mal was geschickt hat von dem. Weil sie es ganz schrecklich fand. Ja, eben. Und da überall war so... da gab es dann auf einmal ein Ding, dass er sich bei... Unter dem Video von Bibi, Wapap, wo sich alle entschuldigt habe, dass ich sie so gehatet habe. Ach so. Weil es geht anscheinend noch schlimmer. Ich bin immer noch der Meinung, dass Wapap gar nicht so schlimm war und ich habe es eine Zeit lang immer noch gehört. Und wenn es jetzt läuft, höre ich es nicht weniger.
Und ich kann immer noch den Text schon singen, auch gern mit. Ich schäme mich da nicht. Okay. Und sie hat ein cooles Haus. Okay. Ja. Das habe ich mir nicht anguckt, ihre Roomtour. Das ist, glaube ich, das einzige Video ist im Wrap-Up, was ich jemals von der gesehen habe. Aber ich finde es immer interessant, wenn solche reichen YouTuber dann so ihre Häuser zeigen. Das ist eigentlich echt interessant. Ja, aber die hat einen Schutz, die hat überall Wandschränke. Ich wollte gerade sagen, war das nicht die, wo überall Einbauschränke sind? Ja, aber ich fand ihr Kellerbereich cool mit Pool und so. Ich hab das Video nicht gesehen, aber ich habe das irgendwann mitgekriegt, dass Bibi halt überall Einbauschränke. Ja, überall Einbauschränke. Also, ich wäre total verloren. Ich wüsste gar nicht, wo ich das Zeug dann überall habe. Ich müsste nummerieren. Wandschrank 1, Wandschrank 2, Wandschrank 3. Guck mal in Wandschrank 3b. Ich war das so mal. Das ist ja wild. 3b. Ja, ist halt so. Oder 1.3b, weißt du, erster Stock. Ja. Dritte Wand. Dritter Raum. Ja. Wild. Ja, aber sowas. Oder zweite Wand und. Ja. Ich würde die Krise kriegen, aber ich wohne. Ja nicht. Vierte Tür. Ich habe nicht einen einzigen Wandschrank, also vielleicht bin ich einfach nur neidisch. Ey, was macht die Kamera? Sie filtert. Hast du einen Filter drüber gelegt? Was hast du gerade gesagt? Ich habe dir nicht zugehört, weil die Kamera gerade ein bisschen Faxen macht. Dass ich das einfach nicht da wohnen muss. Achso, ja. Also unwichtig. Also noch können wir uns keine Einbauschränke leisten. Wenn das hier weiter, die Abos weiter bergauf gehen, dann können wir uns bestimmt irgendwann... Dann können wir so ein YouTube-Haus machen, weißt du, wo dann so verschiedene Creator drin leben. So ein YouTuber-Haus, ja. Also wenn ihr dann Lust habt, auch YouTuber. So eine YouTuber-WG. Ja. Und dann hat jeder so sein eigenes Zimmer mit seinem eigenen Cutter. Ja. 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 Wäre echt voll cool, wir kaufen oben BBS-Villa. Ja, Mann. Da wäre ich dabei. Und dann wird immer, oh, dann pranken wir uns innerhalb der WG die ganze Zeit so mit anderen. Ja, wenn dann wieder Lockdown ist. Ja. Ja, da können wir einen Vlog-Channel aufmachen. Ja. So, was wir jeden Tag machen, so uns beim Frühstücken filmen, so. Ja, und dann machen wir so einen Bällebadraum wie, wie heißt die WG nochmal, wo Paluten und ich hab keine Ahnung, Sturmwaffe und Revi und alle drin waren. Guck die nicht. Die hat sich ja aufgelöst. Ich guck die immer noch nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist ja egal. Aber ihr wisst bestimmt, was wir meinen. Die hatten mal eine Wiki und da haben sie einen Raum. So Bällebad, Bälle. Das finde ich ja cool, aber ich finde am Bällebad war immer das Schlimmste. Es hat immer so nach Physik stunk. Ja, richtig. Warum nur? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Das ist mir echt shit. Jeder Dritte hat stinkende Füße. Ich habe keine stinkende Füße. Hast du stinkende Füße? Ich habe keine stinkende Füße. Hast du stinkende Füße? Das sagte ich. Das sagte ich bereits. Habt ihr stinkende Füße? Schreibt mal in die Kommentare. Wer von euch hat Käsefüße? Eins in die Kommentare, wenn ihr Käsefüße habt. F. Einfach nur F. Nein, und F ist dann die Antwort von allen anderen. Oh ja, stimmt. Entschuldigung. Das sind die Ostereier. Das gehört erst auf den Zweitkanal. Entschuldigung. Okay. Ich hab's wieder zurück, glaube. Ah, okay, na gut, dann. Ja. Nice. Jetzt haben wir gar nicht darüber geredet, was dieses Wochenende so war. So Adonia oder so. Eben, wir sind wichtiger. Echt so. Wir sind wichtiger. Guck mal, wir haben sogar jetzt uns auf euch fokussiert, obwohl dieses Wochenende auch das Adonia-Konzert war, über das wir uns hätten unterhalten können. Ja, richtig. Aber war auf jeden Fall ein cooles Konzert. Grüße gehen raus an Adonia. Und oder an CVM Schildach fürs Bistro. Ja, Mann. Ja. Ja. Ich habe nur ein bisschen Essen eingefroren zu Hause. Brot kann man da einfrieren. Ich habe nicht Brot eingefroren. Aber Brot kann man nicht einfrieren. Ich habe Laugestange und Brezel eingefroren.
Das geht schon. Aber dann nehme ich was. Man kann es halt nicht lang. Warum kann man es nicht einfrieren? Wir haben immer Brot eingefroren. Das ist dann nur, wie wenn du es einfrierst, aber du kannst es nicht wirklich einfrieren. Das okay. ist, weil sich im Brot... Boah, wie war das? Da bildet sich irgendwie so Wasserstoffbrücke und... Okay, ich habe Laugestange und Laugebrezeln sehr, sehr und so arg runtergekühlt. Und dadurch kann man es... Brot kann man einfach nicht einfrieren. Okay. Mhm. Habt ihr schon das gelernt? Ja. Ihr könnt es trotzdem versuchen und dann wieder aufbacken im Backofen. Schmeckt trotzdem super. Super. Cooking-Tipps with Schwarzwald-Podcast. Ja, wenn wir mal so einen Koch-Backstream, was weiß ich, machen sollen, dann also sagt er mir den Bescheid. Backstream können wir echt mal machen. Ja, dann machen wir so einen... Wir machen einen Schwarzwälder Kirschschorle. Die ist aber anstrengend. Es ist aber auch ein Und da kann man dazu Stream. Saufen. Ich habe Kirschwasser im Keller. Aber darum geht's ja nicht. Also drei Esslöffel Kirschwasser in den Teig. Okay, den Rest nehme ich. Jetzt ist er schon offen. Muss man leer machen. Das wäre schon... Also ich bestimme mich ja so lange haltbar. Ja, ist Kirsche und Kirsche geht kaputt. Ja, richtig. Seht ihr, wir haben so viele Ideen. Wir wollen einfach nur wissen, ob das auch bei euch ankommen würde. Ja, weil wir brauchen ja nichts hochladen, was eh nicht ankommt. Eben, sonst sagt ihr noch so, ah, die sind voll langweilig. Die voll lame. Lame, cringe. Ja, das bestimmt sowieso. Ja, das sowieso. Und ja, eben, wenn ihr Ideen habt, jederzeit gerne in die Kommentare oder auch in uns die Kommentare? Persönlich schreiben, wenn ihr es nicht öffentlich machen oder wollt. Oder auf Insta schreiben, auf WhatsApp schreiben, SMS, Telegram, MMS. Ihr findet uns in diversen Querdenkergruppen. Facebook. Nee, Facebook habe ich schon lange nicht mehr reingeguckt. Also am besten auf Insta. Ja, am besten auf Insta oder persönlich. Also Insta-Profile sind ja unten in der Videobeschreibung. Stimmt, die sind ja verlinkt. Schreibt uns auf Insta. Schreibt uns, folgt uns. Aber nur, wenn ihr kein Bot seid. Sonst nehme ich euch nicht an. Und wenn ich euch nicht annehme, dann heißt das, dass ihr Bilder drin habt wie ein Bot. Da solltet ihr vielleicht mal mehr anziehen. Ja, ich würde sagen, gute Folge. Wir machen jetzt keine 100-Minuten-Folge. Wir machen einen 100-Minuten-Stream irgendwann. Ja, man, 100-Stunden-Stream irgendwann. Nur so. Ja, kannst du nur 10 Stunden... Ah. Stream weiß ich gerade gar nicht. Video geht auf jeden Fall nur 10 Stunden. Auf Twitch. Auf Twitch. Ja, Leute. Wir machen Schluss. Ah. Und wir bedanken uns nochmal. Vielen Dank für jeden Abonnenten. Nochmal vielen Dank. Es hat uns sehr gefreut. Eure Unterstützung. Grüße gehen raus an all die abonniert haben. Und wir hoffen, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Also plant mal ein, so 5. Juni rum. Wollen wir den 100-Abonnenten-Stream machen zur 100. Folge? Wenn es klappt, vielleicht stirbt da noch einer, aber... Ich bin's nicht. Bin nicht. Gut, Streamer kriege ich, glaube ich, noch hin. Nur dann halt mit Video machen und hochladen. So, das wird aber Streamer kriege ich hin. Glaube ich. Ich habe ja noch Niklas, der ist ja auch Techniker. Ja, gut, es gibt ja YouTube-Tutorials für alles. Also, würde ich mal sagen. In diesem Sinne. Peace out. Schöne Woche. Viel Spaß. Freut euch auf unseren Abonnenten-Stream. Wir planen was ganz Tolles für euch. Stay hyped. Ach, stay positive. Stay high. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.